Das ist für mich einfach einer der schönsten Momente, wenn du alles loslässt, die Schanze dich dann quasi freigibt und du dann dieses Gefühl von, ja, auch von Freiheit einfach total spürst. Und dann packst du dieses monatelange Training in diese wenigen Sekunden Absprung. Und wenn du dann in der Luft bist, einfach nur noch absolute, absolute Stille. Und schon ist es wieder vorbei. Man hat wieder Boden unter den Füßen oder den Skiern. Aber eigentlich sind ja die Füße von dem Kombinierer die Skier. Ja, ein Leben ohne Ski könnte ich mir sowieso nicht vorstellen. Schon als kleiner Junge, immer wenn es geschneit hat, musste ich raus, habe mir meinen Bruder gepackt und dann sind wir entweder hinter das Haus oder auf die Piste, haben dann eine Schanze gebaut, aber die Ski waren auf jeden Fall immer dabei. Das ist eigentlich heute auch noch so, jede kleine Welle oder was, immer muss ich drüber springen. Aber trotzdem ist irgendwie so eine Hassliebe zum Springen. Jedes Detail ist da irgendwie wichtig. Die Vorbereitung, wie ein Absprung erwischt und dann in der Luft, wie da jeder Muskel angespannt ist. Und trotzdem muss man versuchen, locker zu bleiben. Ja, zum Glück habe ich dann das Langlaufen so als Gegenpol. Es geht mehr um einen selber, um den inneren Schweinehund, wie man den bekämpfen kann und da an seine Grenzen zum Gehen und am besten drüber hinaus. Da gibt es einfach Situationen, wo man einfach alles geben will, wo man sich durchsetzen muss, weil es einem wichtig ist und auch wenn es hart ist. Aber daheim bin ich eigentlich nicht so gerne der Einzelkämpfer. Dazu bin ich einfach viel zu sehr Familienmensch. Die Menschen daheim sind mir so unglaublich wichtig. Die brauche ich und die geben mir mein Zuhause. Zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin mit meinen Kumpels. Da geht es um nichts. Wir haben einfach Spaß am Leben, am Sport und an der Natur bei uns daheim. Ja, Heimat ist für mich einfach was ganz Besonderes und das gibt mir unglaublich viel. Und dann beim Freeriden, da merke ich immer wieder, wie wichtig es ist, seine eigenen Spuren im Schnee zu legen. Einfach sein Ding zu machen. Im Allgäu aufwachsen zu sein, ist einfach ein unglaubliches Privileg. Jeden Winter ein Schnee, die Leute direkt vor Ort. Besser kann es nicht sein. Und so gern ich auch Skispringer bin. Abheben kann ich hier nicht. Obwohl ich hier tief verwurzelt bin, da spüre ich trotzdem diese Freiheit, die ich für meinen Sport und für mein ganzes Leben einfach brauche. Den Freiraum, einfach das zu machen, was ich wirklich will. Einfach zu fliegen und sicher wieder zu landen. Allgäu, mehr Freiraum.